Versuch Nummer 8 jetzt. Humane Labs EMP abliefern. Mal schauen, schaffen wir es diesmal. Gut, ich würde sagen, wir steigen trotzdem immer noch in Max grünen Kuruma. Na Chris, was dauert so lange? Jetzt kann man hoffentlich auch durchzocken. Meine Internetverbindungstrennung war schon. Dürfte also jetzt alles glatt gehen, also von mir aus. Wenn möglich, bitte keiner von euch die Verbindungen trennen oder aus dem Spiel gehen. Hat man ja heute auch schon zu oft. Okay, dein Auto steht wieder vorm Haus. Warum fährst du schon wieder allein? Du bist derjenige, der dann warten muss. Ich wollte ja, dass wir alle zusammenfahren. Also zuhören kann er schon mal nicht. Könnte knapp werden hier heute. Ist jetzt das 8. Mal. 8. Mal. Stopp, bevor wir tausend Mal. Oder erst das 7., ich weiß es nicht. 7 oder 8? Was habe ich vorhin gesagt? Was für ein Versuch war das? Auf jeden Fall habe ich es am Anfang der Folge richtig gesagt. Sag deinem Freundchen nochmal, dass er auf dich hören soll, wenn wir dann dort sind. Dass er auch den Richtigen anvisiert. Siehst du, dein Freund hier kann noch nicht mal ordentlich fahren, der ist schon wieder vom Weg abgekommen. Wahrscheinlich müssen wir dann wohl auf ihn warten. Du bist schon wieder nicht da, oder? Ja, ich bin da. Ja, dann antworte doch mal! Ich denke hier die ganze Zeit, dass meine Verbindung schon wieder weg ist. Nee, nee, sie ist noch nicht. Hallo Wand, wie geht's dir? Du hast ein schönes Weiß. Sehr gut. Ich werde dich vielleicht irgendwann nochmal umstreichen.
Aber sag mir davor, in welche Farbe. Wie wär's mit Gelb? Gelb? Nee, die Farbe mag ich nicht so. Dann kannst du mich wüsten lassen. Okay, dann werde ich dich pink streichen. Mir scheißegal, was du davon hältst. Sag mal, wo ist der denn? Bewegt er sich noch? Der ist weit hinter uns. Ja, der fährt. Der hat auf uns gewartet, das ist der hinter uns. Der hat nicht auf uns gewartet. Der war nicht mal auf uns der Straße. Oder er hat einen Unfall gebaut, keine Ahnung. Geht wirklich jetzt hinter uns. Ja, weil er es wieder besser wissen musste. Ich hab doch gesagt, wir steigen alle in dein Auto, oder? Jetzt müssen wir auf deinen Freund hier warten. Weil er es wieder besser wissen musste. Zwei Jahre später. Chris scheint auch AFK zu sein, oder? Oder auch nicht? Lass dir Zeit. Wir müssen immer noch warten. Uns hetzt ja keiner. Wer schießt hier? Ich nicht. Jawohl, sind wir endlich vollzählig. Komm mal los. Gut, aber dann, wenn wir dort sind, musst du genau auf das hören, was Mark sagt. Wir haben es schon ein paar Mal verkackt und jedes Mal musst du immer jemand rausgehen. Und jedes Mal müssen wir immer wieder neu fahren. Ich würde gerne mal das Fahren überspringen können. Die Mission muss endlich mal klappen. Wer hängt denn da eigentlich? Oh, nein, ich fahr das Auto. Ja, dann hackt einer von den beiden. Ich glaub schon, dass die das schaffen. Irgendeiner von den beiden. Der ist auch gerade. Wer es schon mal gemacht hat, der wird dann hacken. Ja. Wenn es von euch schon mal jemand gemacht hat. Okay, dann einer von den zwei anderen. Keine Ahnung, ob die schon mal gemacht haben. Weil ich will, dass du die Zeit verschwendest, die wir brauchen, nicht, wenn ich da nicht hinkriege. Du fährst das Auto auf jeden Fall wieder raus, das ist klar. Ja. Hätte ein Auto auch machen können, aber ich mach's einfach. Ich glaub, und alle bleiben hinter Mark und machen, was Mark sagt. Ich glaube, die zwei sind nicht so wie Leonid, der ist durch die Schranke fährt. Aber wenn ich reinfahre, muss ich auch durch die Schranke fahren. Das lässt sich nicht vermeiden. Da geht kein Alarm an. Wie erklärst du dir das? Ich hab keinen Plan, aber jedenfalls, wo wir rausgefahren sind, standen da die Überwachungskameras, haben sich verpasst. Das steht normalerweise nicht da. Nur weil er beim Rausfahren die Schranke berührt hat. Okay. Oder vielleicht kann man durch die Schranken durchfahren, keine Ahnung. Ich guck mal was in der Zeit, ob wir auf YouTube, ob wir da durchfahren können. Das wirst du wohl nicht schaffen, weil wir sind gleich da. Muss man bloß vorspulen und dann, ja. Wir probieren es einfach. Muss dann gucken, was da steht, wenn du fährst. Wenn wir das nach deinem Plan machen, dann schaffen wir das in der Zeit.
Wir wissen, dass es schaffbar ist. Beim ersten Versuch haben wir nur so viel Zeit verloren, weil wir woanders lang gelatscht sind. Was denn? Ich will kein Wort Worte machen. Guards will raise the alarm if they see anything suspicious. If the alarm goes, we're blown. Look out for their sight lines and take them out in pairs if you have to. But you only need to drop them if they're in the way. The aim is to get the insurgent to the bay at the rear of the facility. Clear a path to the bay. So. Ach, ich steig schon wieder aus, ne? Lass ich und du machen, weil die anderen haben keine Hexe. Was? Wer schießt, das können wir nicht ab hier. Okay, du kannst das ja mit Chris machen. Okay, ich und King mit Doppel-G. Okay, also, hast du alleine gemacht. Was? Okay. So, hochgehen auf den Berg. Er schießt den einen da noch ab, schnell. Also der eine. Der da unten ist. So, nice. Ich bin schon auf dem Berg. King mit Doppel-G hat anscheinend einen Plan. Davon, weil, ja. Okay, der versteckt sich jetzt wahrscheinlich da unten, ne? Ja, ist ja egal eigentlich. Dann versteckst du dich das nächste Mal auch da unten, da seid ihr schon nah am Eingang. Ja, ich hab schon gemerkt, da werden wir eher da. Okay, er hat das Auto getötet. Gut. Ach so? Ja, das geht doch, aber da musst du perfekt spielen. Ja, ich habe jetzt oben gewartet. Ey, der macht das ja alleine. Solange die Mission nicht fehlschlägt. Warte, das sind zwei. Ich mach mit. Schafft ihr das? Wir nehmen den. Jetzt! Jawohl! Na bitte, ihr schafft das. Jetzt kommt mal alle mit. Wir müssen jetzt wieder alle abziehen. Wartet. Wie hat er die? Alle? Alter, der hat alle! Oha! Einer ist noch. Da ist noch einer. Den kill ich. Ach, da scheiße ich den ein. Da steht aber, mach den Weg zur Rampe frei und liefere. So, okay. Du musst das Auto hier hinkommen. Oh, jetzt habe ich das Auto nicht gesehen. So dunkel hier. Na, geh doch mal. Jawoll! Jetzt hat er alle gekillt. Alter, mit den einen geht das viel schneller. Okay, jetzt muss es einer von den beiden hacken. Ich würde sagen, das kann auch noch jeder andere machen. Der hat doch hier schon den Weg freigeräumt, der muss das doch können. Chris macht's. Ich hoffe, der kann das. Ja, wenn nicht, wir haben ja genügend Zeit, also 7 Minuten 13. Nee, warte. Ah, ja, das schafft. Gleich. Stimmt. Dann steig schon mal ein. Okay, ihr müsst dann noch auf mich warten, ne? King mit Doppel-G fährt dann, also raus. Okay, hoffentlich kann er das auch gut. Ja. Jawohl, Tor ist auf, danke. Boah, mit den zwei geht das viel schneller als mit Leonid. Ey, weißt du, wie schnell das jetzt ging? Ey, guck mal, wie viel Zeit wir noch haben. Ja, das ist ja Leonid. Wie schnell das... Ein... Ja, wir haben halt gute Mitspieler bekommen und nicht wie Leonid hier, ey. So hätte es doch gleich beim ersten Mal laufen können, oder nicht? Ja, aber Leonid muss ja hier... Ja. Ja. Ey, jetzt gleich kommen vielleicht noch solche, Guck, der fährt auch einfach durch. Ja. Krass. Ah doch, man kann durch die Schranken fahren. Okay, wir haben es geschafft. Das war jetzt Rekordzeit. Einfach durchwaschen ja, hier. Wir haben es geschafft, jawoll!
Warum nicht gleich so? Super. Alter. Alter, das war eine Glanzleistung von uns drei, von uns vier. Von ihr? Ah ja. Ja? Das war nice von uns vier. Das war, wir haben keine Fehler gemacht. Man konnte ja auch keine Fehler machen. Man hat eindeutig erkannt, dass Dings hier, dass der eine das schon tausendmal gespielt hat, weil der hat alleine fast die ganze Arbeit gemacht. Jawohl, dann haben wir das nächste Mal das Finale. Yeah! Haha, krass. Alles klar, dann kann ich hier auch die Aufnahme beenden und dann haben wir das nächste Mal das Finale. Bis dann. Bye bye.